Heute werden die vier Glocken der Kirche Hernau wieder in ihre Position auf den Turm zurückgebracht. Sie sind vor einem Monat heruntergenommen worden, gereinigt, neu aufgehängt, kürzer. Und wenn eine Glocke kürzer hängt, dann hat sie weniger Schwingwucht. Der Turm hatte ja ursprünglich statische Probleme und jetzt ist er gefestigt, carbonummantelt. Und so soll das dann wieder alles gut funktionieren. Die weißen Träger, nennen wir Glockenjoche, die wurden in einer gekröpften Bauweise hergestellt, um die Kräfte am Glockenturm in den Griff zu bekommen. Je weiter dieser Stahlträger gekröpft wird, umso geringer sind die Kräfte, die beim Schwingen der Glocke erzeugt werden. Die Klöppel sind unter Anführungszeichen weicher, das ist ein anderer Stahl. Und das soll jetzt in der Gesamtkomposition besser zusammenpassen. Aber die Glocken haben jetzt seit mehr als zwei, bald drei Jahren geschwiegen. Ein schönes Geläute soll es sein. Ich habe es ja noch nie in Natura gehört. Sehr viele hier in der Umgebung haben sie schon sehr vermisst, muss ich sagen. Ich höre das immer wieder von Leuten. Die Freude der Heimkehr ist groß.